Hallo Leute, der Sorio hier. Willkommen zur nächsten Folge No Man's Sky. Ja, schön, dass du dabei bist. Schön, dass du zuschaust. Die Adrift-Expedition ist es immer noch. Und ich bin hier gerade zu diesem dissonanten Planeten gekommen. Und habe festgestellt, hier, ich bin hier gelandet. Hier gibt es ein Gebäude. Das hat jemand gebaut. Ganz lustig, hier die Batterien gestackt und die gestackt. Aber hier gibt es auch das Ding daneben. Und das werden wir gleich nochmal zusammen erkunden. Vorher werde ich aber dieses Vieh hier noch machen. Die weg. So. Das wird nämlich nicht schaden. Dann gucken wir mal. Ich habe noch nicht alle Tiere gescannt. Habe ich im Off mal gesehen. Das ist vergrabenes Modul. Da ist auch noch irgendwas. Das können wir uns auch noch angucken. Also ich muss noch ein paar Tiere scannen. Ist auch Wasser. Ich muss noch irgendwie Kristallsulfid oder irgend sowas, glaube ich, unter Wasser gibt. Finden. Von daher machen wir das mal. Werden wir uns hier ein bisschen umschauen. Erstmal werde ich das hier mir mal angucken. Es ist auf jeden Fall ein dissonanter Planet. Harmonisches Lager. Eingedellte Schaltkreise. Gucken wir uns hier mal um. Harmonische Schnittstelle. Okay. -5 = 13. 1 + 2 = 5 + 3, was immer das soll. Oh, hier, warte mal. Keine Ahnung. Was bedeutet das? Wir können mal gucken. 18 - 5. Die Glyphe. Hallo? Oh. Okay. Gibt nur 16. Super. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Um ehrlich zu sein. Harmonischer Schrott. Die Flüssigkeit, super. Harmonisch versiegelt. Protokoll. Untersuche das Terminal und scanne sein Speicherregister nach Zugangshinweisen. Elf. Thank you.
12, 11. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen muss. Fünf. Nee, warte mal. Acht. Zehn. 110. Nummer 11. Okay. Und jetzt habe ich dafür ganz viel Atlantideum ausgegeben, was ich natürlich noch brauche. Ja, also müssen wir uns noch ein bisschen Atlantideum wiederholen. Und dann gucken wir mal, ob wir da irgendwas rauskriegen. Ich weiß es nämlich wirklich nicht. Huch. Wow. Damit. Eine Ferrit mit. Und den strahlenden Splitter auch. Ladung aufgebraucht, natürlich. Nein. So. Okay, jetzt gucken wir mal kurz. Reicht das jetzt? Oh, warte. Ja, da ist noch irgendwas frei. 164. Braucht man für das 99. Okay, das reicht. Hypnotisches Auge hatte ich nicht auch. Achso, das habe ich wahrscheinlich im Raumschiff. Und davon bin ich gerade so weit weg. Ich frage mich nur echt gerade mit dieser harmonischen Schnittstelle, was dieses Scan. Ich muss drei Sachen eintragen. Ich habe da eine. Ich habe hier eine. Hatte. Warte mal, ich habe eine Idee. Weggehen. Ich hab, muss drei Sachen eintragen und ich habe hier drei mathematische Rechnungen. Vielleicht muss ich die Ergebnisse davon eintragen. 13, 3 und 8. Wir versuchen das mal. Hm? 12, 13, 3 und 8. Vielleicht funktioniert das ja. Oh ja, passiert was? Übereinstimmung. Mann, hätte ich ja auch eher drauf kommen können. Harmonie wartet, Lockdown aufheben. Turbojet, okay.
Warte ich mal. Schnittstelle zum Siegelbrechen finden. Harmonisch versiegelt. Habe ich hier nicht gerade irgendwas hier gemacht? Sehr komisch. Hab hier doch gerade... Ah, bewilligt, okay. Habe ich mal gucken, was das für ein Multi-Werkzeug ist. Also ich meine, kann ja eigentlich nicht schlechter sein als meins. Aber ist auch Klasse C. Okay. Und es ist super viel kaputt. Von daher, ich glaube... Oh, ich habe sogar eine Klasse B. Ja, das macht das nicht. Dann mach... Warte. Kann ich das zerlegen? Problem. Okay. Also für das Multi-Werkzeug hat sich das definitiv nicht gelohnt. Nee. Okay. Schade eigentlich. Wir können nochmal nach dem Dissonanzsignal scannen. Dissonanzausschläge lokalisieren. Gucken wir mal. Was wir da finden. Schauen wir mal. Biegen wir mal dahin. Was? Ankunft einen Tag? Zwei Stunden? Unglaublich. Ein anderer geht oder ist das... Gucken wir mal. Was wir da finden. Vielleicht ein anderes, besseres Raumschiff. Wobei... Wenn das so ein abgestürztes Ding ist, dann müssen wir das auch erst reparieren. Das kostet auch richtig viel Zeit. Ui. Was? Wo ist denn das Ding hier bitte? Wartet mal. Wir mal versuchen hier zu landen. Geht nicht. Wo wir jetzt landen? Und dann gucken wir noch mal den mit der Höhe an. Soll auch ein abgestürztes Raumschiff wiederherstellen. So, wir sind bei... Weil das Ding ist ja hier extrem hoch. Geht ja wirklich extrem steil nach oben. Und solange mich das Jetpack hier fliegen lässt, wenn ich davon da abstürze, bin ich sowas von tot. Keine Ahnung, wie lange das Ding nach oben geht. Aber es geht ja wirklich senkrecht oder so gut wie senkrecht nach oben. Wir werden es ausprobieren. Für eine Spitze. Weil allzu hoch sind wir eigentlich tatsächlich noch nicht. Also es ist, da war ich bei dem anderen höher. Habe ich zumindest viel höher angefangen. Interessant. Irgendwann muss es ja mal oben ankommen. 100... Und dann sind gerade erst die Hälfte, Leute. Zähl ich? Ich gehe drauf, bevor ich oben bin. Das Ding hat ja... Es gibt ja auch keinen Vorsprung hier, wo ich mal sagen kann...
Ich kann mal anhalten oder so. Oder? Ich muss irgendwann mal anhalten. 10%. Fliegt ja jetzt eigentlich nur runter. Okay. Technologie aufgeladen. Steigen wir wieder. Wir waren bei 1000. Meine Hände fangen gerade an zu schwitzen. Ist es so? Uah, was mache ich hier? Mal aufzusteuern, dann fliege ich eigentlich nur gerade nach oben. Da wäre irgendwas, da könnte man sich vielleicht draufstellen. Mal gucken. Okay. Nicht von der Wand zu weit wegkommen, sonst gilt das nicht mehr als Klettern und dann funktioniert das mit dem Jackpad nicht mehr. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich hier wieder runterkommen soll. Also das ist ja ein Sturz ohne Ende. Und ich meine, dafür bin ich gerade mal noch nicht mal 1200 hoch. Ja. Und mein Lebenserhaltungssystem ist schon wieder bei 50. Ich hoffe, das reicht hier. Ich hoffe, das Ding ist hoch genug. Ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen. Nein, das Ding ist nicht hoch genug. Was für ein Scheiß ist denn das? Ey, guck mal, wie hoch ich bin. Und das sind 1200 nur? Das ist ja echt völlig krass. Das Problem ist, wir können uns ja jetzt eigentlich runterstürzen und hoffen, dass wir nicht unten zerschellen. Pff, mehr kann ich, glaube ich, nicht machen. Genau. Es ist das absurd. Das ist das absurd. Es ist ja völlig absurd. Muss mal kurz ein Foto machen. Schade, er macht kein Foto davon, wie ich durch die Gegend falle und mit den Füßen wackle. Mit den Armen und versuche irgendwie den Sturz abzumildern. Ich muss nur gucken, dass ich einschätzen kann, wann ich das Jetpack zünden muss. Damit ich nicht komplett unten aufschlage. Wapp. Das war doch ganz gut. Okay. Das haben wir ganz gut hinbekommen. Ist das absurd, Leute. Ist das absurd. So, wo ist denn jetzt mein Raumschiff da oben? Ey, so ewig lang nach oben und dann waren das nur 1200 irgendwas Höhenmeter? Na, oh, Entschuldigung, das wollte ich gar nicht. Nicht den Boost hier zünden. Also das fand ich gerade sehr absurd, weil das, ich war so, also was sind denn da 1600? Das muss ja dann riesenhoch sein. Schau mal, was wir hier haben. Eigentlich sei das so. Ein abgestürztes Raumschiff. Ich muss für eine Mission ein abgestürztes Raumschiff wieder her. Gucken wir mal kurz. Vielleicht können wir das hier machen. Vor allem dann vielleicht gleich mal ein besseres kriegen als das. Hand aus. Exo-Anzug. Okay. Den? Wir brauchen Pugnium.
Oh ne, halt, warte mal, das ist da drin. Einer Spitze, umgekehrter Spiegel und ein harmonisches Gehirn. Stimmt. Resonanzresonator. Achso. 32 Spezies entdeckt. Okay, dann haben wir das schon mal. Und ich glaube, da oben die... Das Pugnium, da werde ich mal einiges von ernten. Das Atlantideum. Nicht das Pugnium. Wieder was verbraucht. Okay, so, jetzt ist nur die Frage, hier war das Ding, was brauchen wir für die Reparatur? Brauchen wir kleine Splitter, haben wir, und das harmonische Gehirn, wo kriege ich das harmonische Gehirn her? In die Richtung. Wir müssen jetzt mal los und hier mal ein bisschen suchen. Ja. Warum ist das? Dann nehme ich das Raumschiff. Wir sind zu weit. Na. Da und dann da drüben. Hier gibt es einen. Da muss man nur aufpassen. Da sind Wächter, aber ich brauche nur einen, oder? Einen strahlenden Spieler. So. Das heißt, den kann ich, glaube ich, aus der Entfernung abbauen. Wir müssen aufpassen, dass die mich nicht finden. So. Wächter suchen nicht mehr. Gut. Wächter. Verdorbener Vierbeiner ist auch ein Wächter. Was? Okay. In den abbauen, oder? Sehr gut. So, Dissonanzriss. Uns hier mal in die hier rein. Nö, hier ist nichts. Kannst weiter gucken. So, nochmal.
Man muss da, glaube ich, immer ein bisschen andere Position machen. Dann kriegt man das irgendwie hin. Wenn ich gerade mich hier echt schwer tue. Manometer, so. Genau, da sind diese blöden Wächter. Gucken wir mal, von wo aus wir das Ganze machen können. Schon. Ja, schon fertig gesucht. Dachte, man kann das Ding abbauen aus der Ferne. Zumindest habe ich das so in Erinnerung, aber irgendwie bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft. Da habe ich es jetzt. Ist doch hingekommen. So, Anzug. Doch, jetzt habe ich's. Ah, okay. So. Jetzt heißt nur, haben wir nur ein Problem, weil ich habe genau gar nichts mehr an frei. Ging jetzt automatisch los. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen hier verarbeiten. Ich habe echt gerade überhaupt keinen Platz hier mehr im Inventar. Wir warten mal kurz, bis das durch ist. Dann können wir das rüberziehen. Wenn wir das nämlich verarbeiten, da haben wir nämlich noch mehr davon. So, wir müssen jetzt zu Wächterbergungsort. Da fliegen wir aber wieder mit dem Raumschiff hin. Sicher ist sicher. Ich kann mich erinnern. Hab ich ja alles schon mal gemacht. Dann muss ich das mit diesem Gehirn noch machen. Ja, ganz genau, wie das war. Harmonisches Gehirn. Genau. Wo kriegen wir ein harmonisches Gehirn hin? Unterbewusstsein sondieren. Richtig. So. Und dann gibst du uns irgendwas und da müssen wir dann hin und ein Kampf gab, aber da gibt's dann, wird dann draußen harmonisches Gehirn und dann kann ich das nutzen. Jump. Oh, alte okay. Ah, fliegen wir mal hin. Landevorgang einleiten. Jump. Hm.
habe das Wort von Korvax für Korvax gelernt. Ich habe Korvax für... Okay, so, und hier können wir das, glaube ich, mit diesem Gehirn machen. Gehirn präsentieren. Genau, zurück. So, und dann müssen wir zurück zum... zu diesem anderen Raumschiff und dann können wir das, glaube ich, nutzen. War noch ein? Ja, einen gab es noch. Weil wir, glaube ich, die Worte nie brauchen, aber wir lernen sie mal trotzdem. So. Ach, nicht genug Treibstoff in der Starship-Düse. Ich wollte mal ganz kurz mal was zwischendurch machen. Das war auch zu weit weg. Okay, wir fliegen zurück. Zu dem anderen und dann gucken wir mal. Umdrehen. Dahin zurück. Hier noch einmal im Wasser gucken bei den Sachen. Die, wo ich denke, dass ich die aus dem Wasser holen muss. Wenn ich hier schon mal beim Wasser bin, kann man das hier vielleicht dann noch machen. Aber das kann ich auch im Off machen. So. Wir gehen jetzt mal gucken, ob wir das hier machen können. Cool. Vergleichen. So. Klasse B ist auf jeden Fall besser. Raketenwerfer. Schiff beanspruchen. So, ein abgeschütztes Schiff wiederherstellen, genau. So, und jetzt können wir, nämlich was wir machen können, ist erstmal alles aus diesem Raumschiff, was ich hier drin habe. Oh, ich habe zu viel drin. Problem, ich krieg das gar nicht alles hier rein. Solange wir mit dem anderen nicht abheben, bleibt das aber hier stehen. Das heißt, ich kann jetzt erstmal, muss ich jetzt gucken, dass ich ein paar Sachen umlagere. Und aus das Raumschiff. So, dass wir hier mal Sachen rüberpacken. Und zwar zum Beispiel den Schrott mal noch rüberpacken hier so. Technologie. Was ist ein Schatz? Okay. Keine Ahnung, wofür die sind. Okay, wertlos und nur als Schrott verwendbar. Super. Na, schön, dass ich die mit mir rumschleppe. Huch, da Staub. Nee, das lassen wir mal hier. Aber das packen wir ans Raumschiff. So, und dann gucken wir nämlich hier mal rein. Das nach da. Und so, wartet mal. Nee, das nach da. Und dann können wir hier jetzt den ganzen Schimmel hier reinpacken. Und starten das mal. Und dann ist das gut. Und jetzt holen wir noch die anderen Sachen aus dem anderen Raumschiff. Und dann können wir mit dem neuen Raumschiff starten. Und da auch noch natürlich, logischerweise, die Belohnung für abholen. Aber erstmal müssen wir nochmal das Raumschiff wechseln. Schwerkraft. Okay. Exo-Anzug. Okay. Erkraft-Anomalie, Raumschiff. Brauchen wir denn auf jeden Scanner, Bergbau, Planetenkarte? Keine Ahnung. Das Ding brauche ich auf jeden Fall.
Und jetzt sind wir voll. Mehr geht nicht. Okay. Sind wir jetzt besonders schwer? Upp. Raumschiff. Also wieder umbasteln. Okay. Nee, ich mache das jetzt mal fertig. Darüber, das darüber und das darüber. So, dann holen wir noch das letzte Ding raus. Und dann sagen wir Adios, du Schrottmöhre, sozusagen. Und gucken mal, wie das andere funktioniert. Quatsch. Ah! So. Hier noch irgendwas mitnehmen. Kann. Das ist aber, glaube ich, so Standard, dass es nicht auspacken kann. Okay. Und dann so, steigen wir mal kurz ein. Das sieht irgendwie cool aus. Ich kann mir nicht helfen, aber das sieht cool aus. So, lass uns Raumschiff. Lass uns. Oh. Raumschiff ist auch. Bald. So, jetzt mal gucken, kann ich. Was habe ich mir gerade reingepackt? Das Ding. Verlieren. Und wohin? Okay. So. Inventar voll. Dann können wir uns, das haben wir ja gemacht, das hier. Nee. Irgendwo neue Belohnung da. Belohnung abholen. Belohnung einsammeln. Überlegenes Bergbaustrahl-Update. Okay. Das ist das eine. Und das andere war Belohnung abholen. Hier. Okay. So, und jetzt starten wir einmal mit dem Wump. Boah. Krass. Sehr schön. So, damit haben wir. Das sieht ja interessant aus. Das sieht ja sehr interessant aus, das Ding. Boah, ich finde das cool. Haltet mal kurz. Wir müssen mal ein Foto machen. Oh, warte mal, das fliegt weg. Nein. Ich will ein Foto machen, aber ich will ein Foto von vorne machen, wie es fliegt. Dazu muss ich nur vor das Schiff kommen. So, neues Raumschiff. Sieht sehr, sehr interessant aus. Aber wir haben es geschafft. So. Wir haben auch die Folge geschafft, fast 40 Minuten. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.